Servus Freunde, neues Video. Ja Freunde, von den Skiern mal wieder aufs Bike. Das letzte Mal biken war ich im Juni im Brandnertal. Und jetzt war ich 8 Monate ungefähr, habe ich jetzt ausgesetzt. Und heute, ja, erste Mal biken im neuen Jahr und das erste Mal biken nach gefühlt oder ja, 8 Monaten. Und ich habe hier jemanden getroffen, den Lukas. Servus. Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war... Das war 2018. 2019 rum in Albstadt. Und ja, jetzt bin ich hierher gefahren, er hat mich mal wieder erkannt und kam her und gesagt, hey, wir kennen uns doch und jetzt fahren wir heute mal wieder zusammen eine Runde und schauen mal, wie der Woodpecker heute so ist. Ist der arg matschig, bist du schon gefahren? Ich muss sagen, sandig und teilweise noch Pfützen. Dann würde ich sagen, checken wir das heute mal aus und ja, let's go. I got my fans in the stands, my team on my back, my family in my heart, I put my city on the map. See, I'm cool with my school, but I know I can do better. I checked the mail yesterday and not one college letter, not one college offer. So, Odle, hörst du vor? Let's go. Ich schau mal, wie ich hinterher komm. Ja, alter Gang, scheiße. Oh. Oh, leck. Okay, ja. Ah! Das ist rutschig. Ha. Oh, shit. Ich bin nicht mehr drin, ehrlich nicht. Ich glaube, ich brauche ein paar Runden. Fährst du durch? Ich brauche, ich glaube, ein paar Runden, bis ich da drin bin. Ah, da sind kleine noch hingebaut, geil. Bei den großen machen ich jetzt sicher noch nicht. Oh ne. Bah. Oh je, Mini. Ich hab's mir ehrlich besser vorgestellt heute. Weil das Wetter heute eigentlich ganz geil ist. Oh Mann. Ah. Okay. Ah, den kann man jetzt springen, hoffe ich. Alles der Scheiße zum Fahren. So, zweite Runde. Danach geht's auf den Klabuster Trail. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen drinne. Oh, rutschig. Oh. Leck. Schauen wir mal. Ah, oh, hier ist es trockener, das ist schön. Ah, da ist offen. Ah, jo. Gut, fahren wir Klabusti. Ja, Freunde, wir haben den Klabuster Trail gefunden. Wir sind erstmal dran vorbeigefahren. Man sieht einfach komplett anders aus und ich war hier schon Jahre nicht mehr. Let's get ready to ride. Let's go. Ich denke mal, der wird fucking matschig sein. Zumindest dieser Teil hier. Oh, scheiße. Ich schwöre dir, der hat sich null verändert. Oh, nee. Oh, leck. Ah, jetzt geht's wieder vielleicht besser. Oh, ist das geil. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Oh. Junge, die Rillen werden auch Jahr zu Jahr größer, ohne Witz. Oh. Oh.
nee, Alter. Klappt? Jawohl. Ja. Ja. Oh, Alter. Oh. Ah. Nee. Naja, der zweite Teil ist meistens besser. Jetztle, der zweite Teil ist wie gesagt meistens besser und trockener. Fahren wir mal hin und hoffen. Naja, schön. Ich liebe diesen Teil. Super mal hier runter. Oh, leck mich am Arsch, ist das dreckig. Ja, ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Respekt jetzt hier bekommen vom Fahrradfahren. Oh, ich habe schon Schiss, irgendwie jetzt wieder zu fetzen, weil ich jetzt auch lange nicht mehr auf dem Bike stand. So. Ich denke, es wird jetzt im Laufe der Saison besser werden, aber klar, jetzt das erste Mal wieder auf dem Bike seit 8 Monaten oder nach 8 Monaten ist schon ungewohnt. So. So. Oh. Boah, jetzt habe ich Dreck gefressen. Oha. Uhu. Shit. Ah, schön. Ah, das macht echt wieder Laune zu biken. Ich lieb's. So, da kommt er. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ja. Bist reingedappt? Ja, ja, übel. Ja. Lecker. Mh. Lecker. Schön Schuh nass. Schön cremig. Shit. Erster großer Sprung nach 8 Monaten Pause. Go. Ja, ja, sicher. Ah ja. Bist du rein? Ich bringe dich rein. Oh, shit. Alter. Ah, ich bin nicht so clean gelandet. Alter, was ist mit euch passiert? Ich war nicht eher vorne. Der kam von hinten auf einmal. Ich bin auf GoPro, Alter. Ich bin so knapp in dich reingeflogen. Echt? Oh, wie weit bist du? Ja, weiß ich nicht. Viel zu weit.
Shit. Ja, Freunde, erste Ausfahrt mit dem Bike seit 8 Monaten oder nach 8 Monaten. Ich muss sagen, ich hab's vermisst und es ist einfach wieder ein geiles Feeling gewesen, hier in Stuttgart biken zu gehen. Ich hab's ehrlich extrem vermisst. Es hat mir echt gefehlt. Und ja, war ein geiler Tag, oder? War übertrieben mega. Und wir werden bestimmt in den Bikeparks uns den Spaß. Ja, das können wir auf jeden Fall schauen, was die Saison bringt. Aber ich denke mal, Bikeparks sind auf jeden Fall drinne. Ja. Bikepark Albstadt-Eröffnung möchte ich unbedingt hingehen. Bad Wildbad dieses Jahr wieder. Bärfelden will ich auch mal wieder hin, weil ich seit 2020 glaube nicht mehr. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.